Hallo und herzlich willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mahr. In diesem 17. Teil geht es um die existenzielle Psychotherapie, dessen bedeutendster noch lebender Vertreter, der US-amerikanische Psychoanalytiker und Gruppenpsychotherapieforscher Irwin D. Yalom ist. Wenn von der existenziellen Psychotherapie die Rede ist, dann sind insbesondere zwei Personen zu nennen. Der US-amerikanische Psychologe Rollo May und der bereits genannte Psychoanalytiker Irwin D. Yalom. Letzterer ist seit den 1990er Jahren einer breiten Öffentlichkeit vornehmlich durch seine zahlreichen Romane bekannt geworden, wie beispielsweise Und Nietzsche weinte oder Die rote Couch. Sein persönliches Lieblingswerk jedoch, in das über viele Jahre sein Herzblut einfloss und das die zentralen Erkenntnisse und Erfahrungen seiner Arbeit enthält, trägt den Titel Existenzielle Psychotherapie. Hören wir Yalom selbst. Existenzielle Psychotherapie ist ein dynamischer Zugang zur Therapie, der sich auf die Gegebenheiten konzentriert, welche in der Existenz des Individuums verwurzelt sind. Dieser Therapieansatz ist kein eigenständiges, durch spezifische Methoden und Interventionen definiertes Psychotherapieverfahren, sondern zeichnet sich durch sein Menschenbild aus. Krankheiten, Probleme und sonstige Dysfunktionen entstehen der existenziellen Theorie zufolge aus einem Mangel an Authentizität, dem ehrlichen Austausch mit sich selbst und der Umwelt gegenüber. Mit anderen Worten, eine drastische Gleichgewichtsstörung bezüglich der Aufrichtigkeit zwischen dem Innen und dem Außen eines Menschen wird als das Kernproblem betrachtet. Diese Gleichgewichtsstörung führt dazu, dass wirkliche Erfüllung im Leben fehlt und liegt zahlreichen Krankheiten, problemassoziierten Zuständen und Abhängigkeiten zugrunde. Vor diesem Hintergrund ist die primäre Zielrichtung der existenziellen Psychotherapie weniger die Befreiung von Symptomen, auch wenn das ein erfreulicher Nebeneffekt sein kann, als vielmehr dem Betreffenden zu helfen, seine Person zu bejahen und seine eigenen Möglichkeiten zu befreien. Es geht darum, das Innere nach außen zu bringen. So wird ein Prozess angestoßen, der idealerweise zu persönlicher Erfüllung führt. Der Betreffende kann fortan ein Leben leben, in dem er sich selbst wiedererkennen kann. Bei der existenziellen Therapie stehen das Reifen und Wachsen im Zentrum und eine Vertiefung der Existenz durch eine Auseinandersetzung mit den Grundgegebenheiten menschlichen Lebens. Yalom spricht von vier fundamentalen Tatsachen der Existenz: Tod, Einsamkeit, Sinnlosigkeit und Freiheit, die in die tiefsten Strukturen menschlichen Daseins eingreifen und die, wenn wir uns mit ihnen wirklich und umfassend auseinandersetzen, große Angst auslösen können. Hören wir ein weiteres Mal Yalom. Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit. Die Begegnung des Individuums mit jeder dieser Tatsachen des Lebens stellt den Inhalt des existenziellen dynamischen Konflikts dar. Diese vier letzten Dinge, Tod, Freiheit, Isolation, Sinnlosigkeit, machen den Korpus existenzieller Psychodynamik aus. Sie spielen eine außerordentlich wichtige Rolle auf jeder Ebene der psychischen Organisation des Individuums und haben höchste Bedeutsamkeit für die klinische Arbeit. Diese vier grundlegenden Tatsachen der Existenz sind eng miteinander verwoben und spielen im Leben eines jeden Menschen eine dominierende Rolle. Ihre Beachtung und gegebenenfalls die isolierte Bearbeitung einer der vier existenziellen Tatsachen kann bei spezifischen Problemstellungen zuweilen der zentrale Aspekt einer therapeutischen Behandlung sein. Im Rahmen von Selbstverwirklichung, Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung kommt der existenziellen Perspektive und einer Auseinandersetzung mit ihren Bestandteilen eine Schlüsselfunktion zu.
Da sich die existenzielle Psychotherapie nicht durch ein spezifisches Vorgehen auszeichnet, sondern durch eine bestimmte Haltung und eine fokussierte Auseinandersetzung mit den eben genannten grundlegenden Tatsachen der Existenz, ist jede Therapie, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, genau genommen existenzielle Psychotherapie. Dass der Tod, die Einsamkeit und die Sinnlosigkeit Angst auslösen können, ist offensichtlich. Jedoch wird die Verbindung von Freiheit und Angst oft erst auf den zweiten Blick erkennbar. Freiheit bedeutet, sich vollkommen frei für oder gegen etwas entscheiden zu können. Die Freiheit zeigt mehr als alles andere, dass jeder Mensch letztlich für sich selbst verantwortlich ist und dieser Verantwortung auch nicht entkommen kann. So äußerte sich auch einst Jean-Paul Sartre: Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Bei der existenziellen Freiheit geht es um unser Wollen und Handeln, um das für sich selbst entscheiden. Es geht darum, vollends zu sich selbst und seinen Anlagen zu stehen, sich seinem Selbst zu öffnen, um authentisch seinen ureigenen Weg zu gehen und sich zu einem Menschen der Größe zu entwickeln, derer man grundsätzlich fähig ist. Die Gestaltung eines solchen Lebens lässt sich nur verwirklichen, wenn wir uns die Frage beantworten: Was will ich für mich? Die Antwort auf diese Frage muss jedoch vollkommen geläutert sein von Ansprüchen Dritter und den vermeintlichen Vorgaben und Anforderungen der Gesellschaft. Befreit vom Sollen, damit wir uns geradewegs unserem Wollen zuwenden können. Das reine, unbeirrte und aufrichtige zu sich selbst stehen und somit die ganze Last der Verantwortung für das eigene Leben zu tragen, umfassend zum Urheber seiner selbst zu werden, kann mehr Angst auslösen als die anderen Tatsachen der Existenz. In vollkommener Übereinstimmung mit uns selbst und unserem Tun zu sein, ist eine Reise ins Ungewisse, in eine Welt, die dem Bewusstsein noch nicht bekannt ist. Ein Dasein zu vollziehen, in dem wir vom lebendigen Strom unserer Seele mitgerissen werden, ist immer auch mit der Möglichkeit verbunden, dass vieles von dem, was uns bisher Halt und Orientierung gegeben hat, verloren geht, inklusive der Menschen, die uns in unserem bisherigen Leben wichtig waren. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das lügen kann und dies auch regelmäßig tut, vor allem sich selbst gegenüber. Er ist Lügner und Belogener an einer Person. Und genau hier, in der Aufhebung dieser nur dem Menschen möglichen Verhaltensweise, liegt die größte Hürde auf dem Weg, den wir gehen müssen, um die Bürde der Freiheit uneingeschränkt tragen und die vollkommene Verantwortung für das eigene Leben anerkennen zu können. Absolute Ehrlichkeit uns selbst und anderen gegenüber ist gefragt und es gilt, jede Unaufrichtigkeit unsererseits sofort zu entlarven. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die systemische Therapie, die zugleich Verfahren und Sammelbegriff für die jüngste psychotherapeutische Grundströmung ist. Sie konstituierte sich erst in den 1970er Jahren und führte zu einer grundlegenden Veränderung der psychotherapeutischen Sichtweise. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de.